Ich weiß nie, woher ich Spiele habe, das ist immer schrecklich. Na, aber ich meine, ich werde noch für viele, viele Monde Spiele haben, für den, die auf dem Stapel der Schande sind. Wo geht denn meins hin? Du bist doch jetzt reicher Streamer. Kannst du dir auch wieder Spiele leisten? Ich bin leider kein reicher Streamer. Vieles von... Warum vertippe ich mich da immer? Vielen lieben Dank, Kev. Also ich sag's mal so, ich habe lange auf ein schönes Skyrim-LP gewartet und bin nicht nur wegen dem Spiel bei dir hängen geblieben. Vielen lieben Dank, Feuerwehrmann. Wo geht dann dein Sinn? Meinst du deine Spenden und sowas? Spenden und sowas gehen halt momentan so ziemlich an Keck. Weil dann lieber Danke als nix. Es ist komisch, Komplimente für sowas zu bekommen. Muss ich gestehen. Dafür, dass ich streame, ne, und das mache, was ich quasi seit 2011 mache. Juhu, Doppelkeck. Also alle seine Spenden fließen in den Dönermann. Ja, ne, also bei Keck muss ich gestehen, bin ich sehr froh, dass ich sie als Künstlerin gefunden habe und ich möchte sie halt auch dafür entlohnen, für die Arbeit, die sie macht. Ne, das darf man jetzt nicht missverstehen. Also finanziert Queck sich quasi mit ihrem Abo selbst, so ziemlich, ja. Zumal Gewinnausschüttung bei Twitch ja auch erst ab 100 US-Dollar beginnt. So, und bei dem Wert sind wir noch nicht. Ne, das kann ich ja so ruhig zugeben. Ne, momentan sind wir bei 12 Sub-Punkten. Das sind quasi... Warte, jetzt muss ich Kopfrechnung betreiben. Es sind monatlich dann so um die 30, circa 30 Dollar und dann halt jetzt die Bits zum Beispiel, ne, sind jetzt 18, ich glaube, die sind sogar Euro statt Dollar. Es häuft sich an, aber Ausschüttungen gibt es, wenn dann überhaupt, höchstwahrscheinlich Ende des Jahres erst. Muss ich noch nachhelfen? Nee, also, Bühli, bei Donations ist es so, Donations gehen automatisch an mich. Jeder Bit ist 1 Cent, okay. Also Donations gehen alle automatisch an mich, weil das über nicht, also das läuft quasi über was Externes. Ne, und alles, was von Twitch selber kommt, ne, Subs, Bits und sowas, das erst ab 100 Dollar. Alle nicht Subs mit Subs bewerfen, solange noch September ist, dann müssen, ich meine, können sie für 1 Dollar resubben. Sowas zum Beispiel. Ne, dementsprechend, Und wenn ich halt Spenden bekomme und sobald ich die Gewinnausschüttung bekomme, werde ich auch davon 20% oder lege ich davon immer 20% zur Seite. Von daher kennt ihr mich. Einfach, auch wenn ich noch nicht dazu genötigt werde, aber ich müsste halt theoretisch Steuern zahlen. So, ne, und wenn ich dann 20% von all dem, was quasi Einnahme ist, schon mal beiseite lege, dann kann ich damit rechnen. So. Ist. Ja. Das ist so ein bisschen der Aspekt über. Na gut.
über konkrete Zahlen möchte ich jetzt ungern reden, muss ich gestehen. Aber halt das große Drumherum, darüber kann ich halt, oder rede ich drüber, ohne dass ich irgendwelche Probleme mit habe. Ne, ich habe zum Beispiel keine Lust, dass irgendwann das Finanzamt kommt. So, also, ne, siehst du, Manny, ist die Brücke ist soweit fertig. Also, ich gehe nicht davon aus, dass es irgendwann zu dem Punkt kommen wird, dass das Finanzamt sagt, oh, guck mal, der hat ja Moneten von dem, was er mit dem Streaming macht. Da hätten wir gern was von ab. Ne, wie gesagt, ich glaube, zu dem Punkt kommen ist weit, weit in der Zukunft. Meine Enkelkinder vielleicht. Ne, ich aber nicht. Aber trotzdem halt, ne, auf sowas schon mal vorbereiten. Seitenansicht oder so, please. Eieiei. Erstmal gucke ich, ob ich hier noch irgendwo Redstone habe. Charon ist anwesend oder eingeschlafen? Ich wusste gar nicht, dass Charon hier ist. Vielleicht bei Understream eingepennt. Ich dachte, ich hätte noch Redstone gehabt. Das ist unglücklich. Das Finanzamt kommt immer irgendwann. Du kannst alles machen, was du möchtest, aber Steuern hinterziehen, das ist echt böse. Da habe ich mal von Batman, der The Animated Series, ein GIF gesehen, wo... warum? Ich drück Doppel-W, ne? Und er stoppt einfach. So, komisch. Brücke schaut gut aus, vielen Dank. Ach, Promis aber nicht. Oh doch, bei den Promis wird auch rumgeklopft. Doch, doch, bei denen schon. Also, dass er bei Anna weggepennt ist. Ja, das... Davon gehe ich sehr stark aus. Man kennt Charon, wann schläft er mal nicht ein? So, guck mal, das wäre die Seitenansicht. Was ich sogar machen kann, weil das für mich kein Schummeln ist, bin ich ganz ehrlich. Time set Midnight. Bam. So leuchtet's. So tut es das Leuchten. Gut, ich schaue trotzdem nochmal, ob ich nicht vielleicht doch noch irgendwo Redstone habe. Ich weiß nicht, warum mein Keyboard gerade so ein komischen Kram macht. Ja, hast du ja fein gemacht, Schatten. Ja, ganz fein. Schaut ja richtig gut aus. Ja, ganz fein. So fühle ich mich gerade. Ich weiß, dass du es nicht so meinst. Alles gut. So, wusch. Juhu, gutes Yu-Gi-Oh!-Spiel gefunden auf dem Handy. Yu-Gi-Oh! Hatte einige interessante Spiele, muss ich gestehen. Also, ich war jetzt nie... Ah, doch, ich habe Redstone gefunden. Oh. Ich war jetzt nie so der Yu-Gi-Oh!-Fan, sei dazu gesagt. Aber Yu-Gi-Oh! Hatte doch einige interessante Spiele. Habe ich... Ich habe gerade... Doch, ich habe Holz mit. Alles gut. Dann würde ich jetzt den Weg nochmal zurückfahren und dann gleich... Ich habe jetzt ja wieder Eisen, dass ich da quasi mit Eisenzeug beziehungsweise Schienenbastel und so weiter und so fort. Okay, ich sag nichts mehr. Schattenstream bitte. Uff. Also Yu-Gi-Oh! Hatte ich jetzt eher so weniger auf dem Plan. Das mal zu streamen. Ich bin Kartenspiele und sowas
bin ich nicht unbedingt gut drin. Insbesondere, wenn sie halt so tief gehen wie... Gut, Yu-Gi-Oh! Geht jetzt nicht so tief wie anderen, aber ist schon relativ deep, wie das gehen kann. Welches Böli? Sag es mir! Mamas Herz ist gebrochen. Möchtest du ein bisschen Panzertape haben? Das repariert alles. Ich meine, ich habe vor, noch irgendwann eine Art Kartenspiel zu... Also... Kann man es als Kartenspiel Kingdom Hearts Chain of Memories zu bringen? Ich bin mir aber nicht sicher, ob das als Kartenspiel qualifiziert. Ich spiele es erst in den Tag, heißt Duel Links. Davon habe ich sogar gehört, von Duel Links. Okay, das war too much. Melly deinstalliert jetzt meinen Stream. Okay. Ich muss irgendwas hiermit noch machen. Irgendwas, dass das gut ausschaut. Was ist Melly? Alle direkt so, bitte was? Schatten, was hast du gesagt? Entschuldige dich auf der Stelle! Was brauche ich dafür? Gold brauche ich auf jeden Fall. So, die Stickies kann ich mitnehmen und ich brauche... Habe ich hier noch irgendwo Cleanstone? Sag bitte nicht, ich habe kein Cleanstone mehr. Ach, ich bin doch der Hintern eines Wombats. Das ist eine Menge Lapis. Ich habe hier auch keine Kohle. Ah! Hatte ich oben noch welches? Lösch dich schon. Gern geschehen, dass wir deine Laune verbessert haben. Sag mal da gern geschehen, irgendwie fühle ich mich jetzt so angeberisch. Freut mich zu hören. Ich glaube, das ist das Bessere, was man in dieser Situation sagen sollte. You know what? Bastel mir einfach so welches. Was hat er davon? Wie ging nochmal Gold, die Booster Rates? Ich glaube, das ist einfach Gold und Redstone. Na, dass ich kein Eisen dafür brauche. Weiß ich nicht mal. Ich werde es ja sehen. Ich meine, ich kann es sogar sehen. Hoffentlich. Hier waren doch noch. Wo waren die zwei Kohle? Da. Na, da kann ich 16 reintun und. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Warte. So. Nee. So. Und. Upp. Und den Rest mal hier einfach hier so rein. Zack. Gott, dass er das nicht als gescheite Feuerquelle ansieht. Oh, das Kackspiel muss noch Sachen downloaden. Ja, Riff. Genau, Power Trails ging so. Damit habe ich jetzt 10 Stück. Das dürfte fürs erste wieder reichen. Wie ging Booster Rail? Ach, ich glaube, für Booster Rails brauchte ich normale Rails, die dann noch da einen Dingensbums drunter bekommen, ne? So, 34. Ich meine, ich muss ja nur auf... Wenn ich schon mal 5 Stacks habe, ist das ja schon mal ein Vorteil. Ups, das sind 43. 1, 2, 3, 4. Und dann kann ich noch einen 5. Stack auf jeden Fall vorbereiten. Ups, das war eine zu viel. Und dann muss ich jetzt... Gib mal die Stone her. Das in Pressure Plates verwandeln. Genau, das ging nämlich so. Ey, das brennt halt auch einfach durch meine Detektor... Ach, ich brauche die doppelte Menge an Detektor-Rails. Sprich, wenn ich hier 10 habe, brauche ich... davon 20...
Ja. So. Bop, bop. Also 3, 4, 5. So, haben wir ein paar Schienchen wieder. Leider nicht allzu viele, aber zumindest ein paar. Und den ganzen Kram kann ich da erstmal wieder zurücklegen. Nee, den Minenkarren brauche ich noch. Gut. Ja gut, ist halt online. Wäre sonst so einfach für Kev. Dann gehen wir mal wieder zurück. Wir können jetzt ein paar Schienen nachlegen. Ich bin... Oh. Mein Stuhl heute will nicht mit mir kooperieren. So viel steht fest. Und es ärgert mich. Ah, das macht mich aggressiv. Wenn ich daran denke, wie viel Eisen ich jetzt dafür wieder verbraucht habe. Oh. Ärgert mich immer. So viel Eisen! Was denken die denn? Dass Eisen auf Bäumen wächst? Niemals! Ich denke gerade drüber nach, was ich morgen zu Abendbrot essen möchte. Ich glaube eine Tiefkühlpizza. So was richtig klassisch Italienisches. Ja, das haben die schon damals 1417 gegessen. Die gute alte TK-Pizza. Ich hätte echt mal wieder Bock auf so eine TK-Pizza. Lasagne. Ich glaube, Lasagne mache ich Sonntag. Morgen muss ich nur für mich selber kochen. Das heißt, morgen kann ich irgendeinen Müll essen. Und muss mich nicht lange aufhalten. TK-Pizza, klassisch italienisch, ja. Kennst du nicht die Geschichte von dem berühmten General El Tecano Pizza? Der damals in der Schlacht von 1507 Sokzig gesagt hat, alles würde ich geben für eine Tecano Pizza. Na, und dann kam sein Dude und hat gesagt, eine Tecano Pizza, Meister, das macht dann 15. Wie wär's mit einem gesunden Hühnchenbrust? Du hast da Tiefkühlpizza falsch geschrieben, Melli. Also mir gibt's morgen übermorgen irgendwie Geschnetzeltes mit Senf, Sahne und so ein paar Bandnudeln. Das klingt nicht bad. Meine Frage, braucht ihr Zwetschgen? Wir haben so viele. Nee, danke, Bühni, brauche ich nicht. Und irgendwas Gemüsiges. Wie wär das Fleisch ist mein Gemüse? Bei Geschnetzeltes mit Senf, Sahne, so ein Bandnudeln? Das wäre für mich schon... Wie wär's mit Brokkoli? Uff, wenn Fetzen das hören würde. Wenn die Wohnung zufällig in der Nähe wird, welche nehmen. Nee, ihr wohnt nicht naheinander, das kann ich sagen. Ihr Bäuer. Ich kann keinen weiteren Akzent. Nein, mein Handyspeicher ist zu voll. RIP, Feuerwehrmann. Hatte ich auch überlegt. Oh, schade. Brokkoli. Ich weiß halt nicht, ob Bohnen, also so Prinzessbohnen, gut dabei wären. Bei Geschnetzelten. Sonst würde ich sagen, einfach das vorschlagen. Aber ich glaube, Prinzessbohnen passen da nicht zu. Lösch einfach Kindheitserinnerung. Brokkoli ist teuer. Kann ich gerade nicht beurteilen. Ich mag Brokkoli persönlich relativ wenig. Oder halt so quasi gar nicht. Wenn bei mir keine Prinzessbohnen oder Rotkohl zupasst, dann gib es da nicht. Ach, ja, richtig, Bayer bin ich ja nicht mit Mischen. Ich kenne geile Brokkoli-Käse-Nudel-Rezept. War ja so ein Kind. Oh, ich hasse Rosenkohl. Oder als Kind habe ich Rosenkohl gehasst. Brokkoli kostet 12 bis 3 Euro bei uns im Rewe.
Ist die Frage, ist er frisch? Ich meine, um die Jahreszeit kann ich mir gut vorstellen, dass er ein bisschen mehr kostet. Aber wenn er frisch ist dann und man das dann nicht jeden Tag essen möchte, dann kann man auch mal etwas mehr ausgeben dafür. Würde ich jetzt behaupten. Oder du bist so jemand, der halt lieber Jahreszeiten treu kauft, ne, damit quasi weniger Zeug importiert werden muss. Kann ja auch sein, weiß ich gar nicht. Ja, frisch, aber sonst kostet der halt eher so um die 1 bis 1,50. Ich meine, ja, ist eine Preisverdoppelung, ne, von 1 auf 2 Euro oder eine Verdreifachung, wenn du auf 3 Euro gehst, aber es geht. Was im Garten es gibt, ist sowas zum Beispiel. Ja, Maddy oder ein paar von den 40 anderen. So. Wir sind wieder 5 Minuten gefahren und ich liebe eigentlich Brokkoli, aber ich kaufe eher Jarazza, um dran Kosten zu sparen. Das ist eine sehr gesunde Einstellung sogar. Kann man nichts gegen sagen. Ich bin da zum Beispiel jemand, also ne, ich mag sehr gerne Paprika und verwende das auch ganz gerne in meinen Eintöpfen und sowas. Und Paprika ist halt so eine Sache, die nicht komplett ums Jahr herum wächst, ne? Wäre quasi von mir okay oder eine bessere Sache, würde ich das nicht tun. Dann würde ich da warten oder halt anderes Zeug verwenden. Wobei, ist nicht, fängt jetzt nicht alsbald wieder die Spargelsaison an oder habe ich da was komplett falsch im Kopf? Ich glaube, ich habe was komplett falsch im Kopf, was das angeht, ne? Ach, was, Apps braucht man Kindheitserinnerungen nicht. Aber meine Memes! Paprikas brauche ich aber auch relativ viel. Die Paprikas sind halt einfach gut. Spargel ist im Sommer, okay. Dann habe ich da was falsch im Kopf gehabt. Hast du gerade falsch gebaut oder irre ich mich? Du müsstest dich eigentlich irren. Aber ich kann gerne nochmal zurückgehen, ne, und beweisen, dass ich nicht falsch gebaut habe. Das schaut halt immer so aus, als würde ich eine Sache auslassen oder sowas. Einfach weil der immer mal wieder drin stockt. Paprikas braucht man für Gulasch. Das ist wahr. Oh, ich könnte Sonntag Gulasch machen. Das Ding ist halt immer das Gulasch. Fleisch. Das halt, kostet halt auch so ein bisschen. Hallo, hier ist Hobbybauer der Schatten. Spargel ist Mai, Juni. Okay, da hatte ich was falsch im Kopf dann. Ich mag auch keinen Spargel, deswegen interessiert mich das auch relativ wenig. Komm ich vorbei zum Essen? Sonntag? Nee. Ah, es ist. Ah, da muss ich schon um 15 Uhr anfangen, den Gulasch zu kochen, damit er vor 19 Uhr gut ist. Okay, dann sorry, nee, warte. Melli. Der hat doch gerade ein Rechteck gefehlt. Wir rennen jetzt nochmal zurück, ne? Und. Eine Wette. Wir machen jetzt eine Wette aus. Wenn da was fehlt, schuldest du mir 5 Euro. Wenn da nichts fehlt, dann schuldest du mir 10 Euro. So. Wette angenommen. Ich sehe kein fehlende Schienstück. Da war es, guck halt hin. Wo? Hast du auch gesehen, Schatten? Ihr verarscht mich doch gerade nur. Ich bin dann vorbei. So, dann kann ich mit dem Minenkarren einmal entlangfahren. Muss ich ja anhalten. Wenn da was fehlt.
Wo? Ihr verarscht mich doch. Ihr wollt mich doch wirklich nur ärgern. Du fährst dauernd vorbei. Wo fahre ich denn vorbei? Was möchtet ihr? Ich kann doch nicht dran vorbei. Hä? Wo soll ein Fehler sein? Was für ein Fehler? Was ist der Fehler, über den ihr mit mir reden möchtet? Wenn ich... Ich schwöre, ich verarsche dich nicht. Uff. Sag das doch eher, dass da ein Fehler ist. Meine Güte, Leute. Nie ist auf euch Verlass. Weißt du, der sagt, da fehlt ein Stück. Ich suche die ganze Zeit nach einem fehlenden Stück, ne? Und dann fehlt da gar kein Stück. Ah. Terminologie. Ihr müsst euch gescheiter ausdrücken, Leute. Macht mich fertig. Da, Quadrat fehlt einmal. Das schiebe ich auf euch ab. Na, ihr sagt so, oh, da fehlt was. Nee. Da fehlt keine Schiene, da war eine Schiene falsch platziert. Himmel, Herrgott, Kinderchen. Ihr Kinderlein kommet. So. Die komplette Strecke beidseitig bitte. Nee. Nee, machen wir nicht, Kev. Da hat ja auch noch was gefehlt. Nein. Eine Button. Ihr habt gesagt, da fehlt was. So. Aber da war eine Schiene an der Stelle. Ergo, es hat nichts gefehlt. Nee, echt, Schaden. Dieses Mal habe ich es auch gesehen. Da fehlt in eine Richtung eine Druckplatte oder wie. Das heißt, aber jetzt hast du es ja schon gefunden. Also warum schreibe ich eigentlich noch? Seht ihr, so wie Feuerwehrmann müsst ihr das schreiben. So wie Feuerfeuer hat herausgefunden, wie er mit seinen Worten ausdrücken kann, dass ich das auch verstehe. Ich habe bei 11:29 gesagt, ein Rechteck fehlte. Eieiei. Na, das üben wir alles nochmal. Weißt du, morgen spielen wir Lernspiel. Adi Junior. Damit wir alle mal lernen, wie Sprache funktioniert. Juhu, ich bin toll. Übrigens, warum hat noch niemand Feuerwehrmann einen Sub geschenkt? Das kann ich mir nicht angucken. Jemand ohne Sub in meinem Chat. Ja. Er braucht schon Sprache, echt mal. I'm a Scatman. Ob es Menschen gibt, die Scatman singen können, ohne dass sie das Scatman sind? Ich bin Schüler, ich kann nicht. Achso, da schaut mich aber jemand ganz fest an. Nee, meine ich, Büdi. Alles gut. Weißt du nicht, wie der Mist heißt? Richtig war die beste Bezeichnung in meinem Wortschatz. Ich stelle mir gerade vor, wie du mit der Firma oder so auf dem Geschäftsessen bist. Und die Kellnerin dir vergisst, einen Löffel zu bringen und du dann da einfach so sitzt und deinem Kollegen oder deinem Chef gegenüber sagst, ja, die haben mir den Kreis nicht gebracht. Ja, der Kreis. Der fehlt mir. Ich bin sehr froh, dass ich noch nie bei irgendwie Geschäftsessen oder sowas war. Ich stelle es mir anstrengend vor. Bin ich ganz ehrlich, nur weil ich Babo bin. Genau weil du Babo bist, brauchst du das nicht machen, Büdi. So funktioniert das.
Du darfst dich zurück. Messer wäre besser bei Manny. Ich glaube, wenn Manny möchte, kann sie auch mit einem Löffel beweisen, dass sie Oho ist. Lachflash. Geschäftsessen sind gar nicht so schlimm. Als ich gearbeitet habe, ich habe ja nicht lange gearbeitet. Ich war auf dem Sommerfest dabei, was halt ganz cool war, ne, weil du hast von deinen Kollegen die Familien und sowas kennenlernen können. Ne, und da haben sich auch viele auch Alkohol getrunken, und es war sehr interessant. Und dann hatten wir halt noch Weihnachtsessen gehabt, aber da war ich krank. Ich war einer der Krei. Ich hätte eine Abwehr gegen Mandy. Schlimm ist es, ohne Essen wem gegenüber zu sitzen. Chef ist gerade, um dominant zu zeigen, ne? Chef ist gerade sein Steak, ne? Was perfekt für ihn zugebraten ist. Ne? Schneidet sich ein Stück klein, legt seine Gabel kurz beiseite, weil er nach einem Glas greifen möchte. Du nimmst einfach seine Gabel und steckst es dir in den Mund. Chef, das schmeckt super, das ist ein super Steak. Mann, dein Humor killt mich. Rip, Melly. Achso, ich sollte vielleicht den Kram noch...